Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Alaina Tarot. Mein Name ist Alaina. Heute möchte ich gerne mit dir Stier deine Monatslegung November 2021 mit dir teilen und wie gewohnterweise mit auf den Weg geben. Stier, es wird ein prickelnder Monat, ein Monat, der komplett anders sein wird wie alle anderen Monate. Ja? Ich fange schon mal an, Stier, dass der 4. November für dich sehr, sehr ausschlaggebend sein wird. Der 4. November. Innerhalb der nächsten 4 Monate wird sich bei Stier eine Veränderungsprozedur an den Tag aufzeigen, die viel damit zu tun hat, eine Bewusstseinsebene zu erreichen, liebevoll zu sein, aber auch eine Überforderung, eine Kontrolle loszulassen oder eine Signalhinweiskette zu erkennen, die dir dabei helfen werden, aus etwas rauszukommen, wo du stagnierst. Okay? Der 4. November wird sehr wichtig sein. Für einige hat die Zahl 4 auch eine besondere Auswirkung. Das heißt, es kann eine Glückszahl sein, es kann eine Hausnummer sein, es kann ein Geburtstag sein, es kann ein Jahrestag sein. Stier ist in Verbindung gebracht worden mit der Zahl Nummer 4. 4 Monate wird sich hier in den nächsten 4 Monaten etwas geben, was für dich wichtig ist. Eine interne Stabilität, eine Sicherheit, eine Veränderung, eine Phase, wo es darum geht, dass etwas sich verändern wird. Stier, du fängst im Monat November schon an mit einer Energie, dass eine schwere Phase aufhört. Ein mentaler Kampf, ja, eine partnerschaftliche Situation, eine Seelenkonnektion, vielleicht eine berufliche Situation. Wir haben hier viele Aspekte, die für dich in den letzten Monaten, auch in den letzten Jahren schon viel Kraft aufwendig dich waren. Okay, Stier, und wir haben hier wirklich viel Ausdauer von dir bewiesen bekommen. Du hast es geschafft, spirituell zu wachsen. Du hast es geschafft, dein Sein zu verändern. Du hast es geschafft, ausdauernd zu sein. Du hast es geschafft, auch in der Liebe neue Wege zu gehen. Und jetzt wird im Monat November deine Hingabe getestet. Ja? Deine Hingabe wird getestet. Wie sehr möchtest du etwas? Wie sehr schaffst du es, aus einer Überforderung rauszukommen, ein Gedankenkarussell zurückzulassen, ja? Eine Kontrolle zurückzulassen? Wie sehr möchtest du etwas erreichen? Wie sehr sind die Wünsche da, beruflichen Erfolg zu haben im Monat November? Wie sehr ist deine Hingabe wirklich offen, dein Herz neu zu orientieren? Oder mehr auf deine Intuition zu hören, wie auf deinen Kopf. Wie sehr bist du bereit, auch wirklich eine Veränderung zuzulassen? Wie sehr bist du bereit, in die Gelassenheit zu kommen? Ja? Wie sehr bist du bereit, spirituelle Wege auch zu erkennen? Wir haben hier Ego und Herz. Im Monat November geht es vor allen Dingen darum, dass ein Ende einer schweren Phase sich geben kann. Entscheidungen, Selbstvertrauen, Partnerschaften, gesundheitliche Probleme vor allen Dingen. Wir haben einige Stiere, die schon im Oktober, September und schon Wochen zuvor oder gerade jetzt in einer gesundheitlichen Krise stecken. Emotional, körperlich. Ja? Das Wohlbefinden ist nicht mehr ganz gegeben. Man ist vielleicht abgeschlagener. Man ist vielleicht nicht ganz so in seinem Gleichgewicht drin. Man hat vielleicht viele Sorgen, viele Unruhe, ja, Schlafstörungen, angehende Depression, Angstzustände. Also einige Stiere haben das schon im Oktober, andere kommen noch im November rein. Wenn du merkst, dass du diese Symptomatiken hast, dass du dich nicht konzentrieren kannst, geh zum Arzt, okay? Weil nur so kannst du wieder in deine Mitte finden. Also es wird getestet, wie weit du bereit bist, etwas anzunehmen, wie weit du bereit bist, auch diese Kontrolle, diese Zone des Komforts, ja, diese Machtkämpfe, diese Kälte, die du manchmal hast, diese Sturheit, die du manchmal hast, diese Impulsivität, ja, dieses mit den Hörnern so durch die Wand zu gehen, was ich persönlich liebe, ja, an Stier, diese Impulsivität, wird hier getestet. Was möchte dein Herz? Was möchtest du selber? Was sind deine Ziele auf der Arbeit? Stier, was sind deine Bedürfnisse? Wie weit bist du mit dir selber verbunden? Okay, es ist wunderschön zu sehen, Stier, deine schwere Phase wird aufhören, das ist das Wichtigste, eine Entscheidung in der Liebe wird kommen, deine Kreativität, ja, deine Spiritualität, wenn du in deine Mitte kommst, wenn du offen und ehrlich bist, wenn du gelassen bist, ich bin ruhig und gelassen, werden sich dir neue Wege aufzeigen, ja, es ist die Zeit, wahre Liebe zu spüren,
die Selbstliebe, die innere Friedensebene zu erreichen, ja, du selbst sein zu können, du kannst frei sein, du kannst Harmonie spüren, die wahre Liebe, der Seelenschrei ist ausgesandt, Seelenpartner kommen sich immer näher, ja, Singles kommen in eine neue Liebesgeschichte, sofern ihr wirklich auch eine neue Liebe möchtet. Partnerschaften, die durch den Kakao gegangen sind, Seelenpartnerschaften, Dreieckskisten, ja, finden wieder die wahre Liebe zu sich und zu diesem Menschen. Hier geht es darum, dass es wichtig ist, ein Gespräch von Herz zu haben, Sternzeichen Stiergeborene, wo es darum geht, gebe und nehme. Einige habt ihr eine Situation mit Fisch, mit Waage, mit Jungfrau, mit Steinbock, mit Krebs, ja, mit Schützen vor allen Dingen. Wenn nicht, habt ihr vielleicht diese Energie in eurer Geburtskarte. Die Faktor ist einfach Stier, ja. Wichtig ist, geben statt nehmen. Gebe die Kontrolle ab. Gehe in die Leichtigkeit. Ja? Gebe Verlust ab, Verlustangst. Gebe es ab. Gebe auch wirklich unausgesprochene Dinge ab. Lasse dein Nervenkostüm im Monat November ein bisschen zur Ruhe kommen. Werde neugierig auf die positiven Eigenschaften, die das Leben dir neu bringt. Diese schwere Phase, die du erlebt hast, Existenzgründe, Gesundheit, Verluste von Situationen, Verlusten von Menschen, ja, Unruhe, weiß ich nicht, alles Mögliche. Beide Seiten, beide Situationen, beide Wege, beide können gewinnen. Du, dein Gegenüber, du und dein Beruf, du und deine Gesundheit, du und deine Finanzen, du und der Part, energetisch, menschlich, terrenal, spirituell, was auch immer, kann nur gewinnen, wenn du alles im Einklang bringst. Wenn du gelassen bleibst, wenn du ruhig bleibst, wenn du dich von Ärger befreist, ja, wenn du dich von falschen Einflüssen befreist, wenn du dich selber unterstützt, wenn du dir selber den Respekt gibst. Du wirst unterstützt von der Energie von Jungfrau, ja, die Sensibilität, die Feinfühligkeit, die Spiritualität vor allen Dingen, ja, die Warmherzigkeit. Jungfrau ist Element Erde wie du auch. Lass dich also von einer Jungfrau, wenn sie in deinem Bild ist, wenn sie in deinem Leben ist, führen und leiten. Okay? Die Jungfrau wird dir noch einiges zeigen, Stier. Es ist ganz wichtig, sei immer ehrlich zu dir selber. Es wird ein Mega-Monat, wo die Finanzen neu aufgewuselt werden, wo du die Möglichkeit hast, auch wenn du schon mittleren Alters bist, wenn du schon ab 55, 60 aufwärts bist, ja, habe keine Angst, in der Liebe neue Wege zu gehen. Habe auch keine Angst, mit 55 Jahren noch einen neuen Job anzugehen, wenn es sein muss. Werde neugierig im Monat November auf die Persönlichkeit, die in dir ist, deine wahre Persönlichkeitsentfaltung, deine Weiterentwicklung, die sich dir geben wird, spirituell als menschlich, auch in der Liebe. Für viele Paare wird es hier einen Neubeginn geben aus der Ehrlichkeit heraus. Rede mit der Wahrheit, Stier. Es ist egal, ob es deinem Partner gerade passt oder nicht. Deinem Herzensmenschen, deinem Seelenpartner, okay? Es darf raus, manifestiere Stärke, manifestiere Liebe, manifestiere Freiheit. Deine Überforderung auf allen Ebenen, ja, wird sich lösen. Du bist ruhig und gelassen. Entspanne dein Muskelsystem, deine Nerven, deine Unruhe, dein Kopf, ja? Manche seid ihr sehr kopflastig, raus da. Es ist wichtig, dass ihr wieder in die Liebe kommt. Was möchte dein Herz? Was ist die Ursache von diesem Traurigkeitsgefühl, was du hast? Was ist die Ursache von den Verhaltensarten, die du hast? Was ist die Ursache, dass du dich vielleicht nicht immer mit dir identifizieren kannst? Was ist die Ursache, was dich impulsiv werden lässt manchmal, ja? Was ist die Ursache des Ganzen? Hinterfrage dich da. Aber hinterfrage dich auch, was soll ich daraus lernen? Was soll mir das alles aufzeigen? In dem Monat November wird Stier im Thema Beruf und Finanzen eine Neuerung bekommen. Finanziell wird es gut, beruflich wird es gut. Gesundheitlich wird es auch wieder besser werden, aber es wird deine Hingabe, deine Bereitschaft getestet. Es ist die Zeit zu geben und nicht zu fordern, sondern aus deiner Zone des Komforts rauszukommen, auch deine Zerbrechlichkeit zu zeigen, deine Hilflosigkeit zu zeigen, einen Arzt, einen Therapeuten, jemanden um Rat zu bitten, auch mich für zielorientierte Therapien und private Legungen. Okay? Du kannst gewinnen und alle anderen auch, weil je stabiler du bist, je selbstsicherer du bist, je mutiger du bist, je empathischer du wieder bist, je freier du wieder bist, je bedingungsloser du wieder in der Liebe bist zu dir und zu deiner Außenwelt, umso mehr kommt alles wieder ins Gleichgewicht. Die Waagschalen richten sich wieder aus im Monat November. Und dann haben wir einen Stier, der total ausgeglichen ist. Ja? Denk dran, deine Hingabe wird getestet und eine schwere Phase, das ist die Hauptenergie, wird sich enden
im Monat November 2021 für Stiere. Okay, Partner werden ein bisschen durch den Kakao gehen können. Es geht um Wahrheit, es geht um Ehrlichkeit, es geht um Bereitschaft, es geht um, was wollen wir wirklich, möchten wir noch einen gemeinsamen Weg oder nicht. Es geht um Ausdruck, es geht um Freiheit, es geht auch wirklich um diese Wahrheit. Ja, alles nochmal auf einen Tisch zu legen, in der Ruhe zu bleiben, neugierig auf diese Partnerschaft zu werden, auch passionierte Momente genießen, zu leben, glücklich zu sein, dieser Partnerschaft, in der du dich befindest, diese Verbindung, in der du dich befindest, auch diese Dreieckskiste womöglich, ja, nochmal einen neuen Schwung zu geben und auch deinem Gegenüber anzugucken und zu sagen, lass uns eine Lösung finden, lass uns befreien, egal ob wir zusammenbleiben oder nicht, aber im Hier und im Jetzt, lass uns einfach manifestieren, dass wir diesen Weg gemeinsam teilen wollen, ohne dem einen Titel zu geben. Auch ältere Leute schon, ja, ab 55, 60, ihr könnt nochmal in Gefühlsebene ein Aufwachen bekommen, womit ihr gar nicht rechnet. Es wird ein spannender Monat. Auch die Singles, ja. Singles, ihr könnt die wahre Liebe finden, ihr könnt auch jemanden finden, der euer Seelenpartner ist. Die Seelenkonnektion ist am Start für die Singles, ja. Die Seelen sind miteinander verbunden und im Monat November werden viele Stier-Singles, die bereit sind, die neugierig sind, auf das Leben, auf die Passion, auf die Sexualität, auf das Abenteuerleben, auf die Liebe an sich, ja, auf diese bewegende Situationsveränderung, frischen Wind in dich hineinzubringen, Passion zu genießen, Freiheit zu genießen, gelernt zu haben, ja, wird dir auch wirklich zeigen, dass es Möglichkeiten gibt, im Monat November in eine feste Partnerschaft zu gehen, weil diese Unruhe, diesen Druck, diese ganzen schwierigen Situationen, dieser Wunsch nach einem Partner, wird sich dir gegeben werden, immer und dann, wenn du wirklich beweist, wie sehr du auch wirklich eine Partnerschaft nähren kannst. Nicht nur, ob jemand kommt, sondern was kriegt derjenige zurück, was bin ich bereit, auch wirklich zu geben. Okay? Also hier geht es darum, Stier, dass du wirklich im Monat November viele tolle Dinge erleben darfst und das finde ich besonders, besonders schön. Ich habe noch eine Botschaft für dich. So, diese Karten wollen reden, ja? Stier, guck mal, wir haben noch eine Sonderbotschaft für Stiere. Guck mal. Der Engel der Herzensgüte, was habe ich dir gesagt? Ja? Öffne dein Herz für andere Menschen, empfange Güte und Wärme und schenke sie weiter, Stier. So werden sich Licht, Freude und Wärme verbreiten. Mit der liebenvollen Art, mit der du deine Nächte begegnest, deinen Nächsten begegnest, steckst du andere an. Das Gute in dir, Stier, wird sich entdecken lassen und weitergeben an andere. Die Botschaft deines Engels lautet, lasse das Schöne und Gute in deinem Herzen leben. Raus aus Herzlastigkeit. Die schwere Phase endet. Stier, die schwere Phase endet. Die Liebe, die Befreiung, die Gesundheit, alles wird kommen. Wenn du in der Ehrlichkeit bleibst und diese Legung wirklich genießt und lebst und liebst und einfach annimmst. Denk dran, bis in den nächsten 4 Monaten wird sich etwas für dich ändern. Ja, ob in einer Partnerschaft, ob in einer Schwangerschaft, ob im Beruf, in den Finanzen, ob in dir selber. Die Phase ist spätestens in 4 Monaten vorbei, sofern du bereit bist, auch etwas dafür zu tun. Wow, Stier! Ich wünsche dir von Herzen alles erdenkliche Liebe. Pass auf dich auf, genieß das Leben, genieß das Sein. Gib dem Leben und die Liebe die Farbe, die dich glücklich macht. Und denk dran, Stier, immer und dann, wenn deine Intuition dich zu mir führt, diese Legungen sind auch über den Monat November noch wirkungsvoll, wenn ihr euren Lernprozess nicht erreicht habt. Private Legungen, Zielorientierte Therapien, schreibt mich an und gib dem Leben und die Liebe die Farbe, die dich glücklich macht. Auch bei meinem zweiten Kanal, Alaina Spirituals Live. Teilt einfach beide Kanäle, abonniert beide Kanäle, okay? Es kostet euch nichts, ganz im Gegenteil. Es hilft uns zu wachsen, zu reifen, euch ein bisschen mehr in Resonanz zu bringen und es wird spannend, auch wenn die Videos momentan ein bisschen schleppender kommen. Okay, macht euch keine Gedanken. Wichtig ist, dass ihr eure Aufnahme, euren Seelenprozess, wirklich euren menschlichen Prozess zu Ende bringt und bewusst euch seid, es ist das Ende einer schweren Phase. Okay, es wird sich alles geben, weil deine Hingabe wird getestet und du bist nicht alleine auf dieser Welt und du hast immer jemanden, der in deiner Nähe ist, auf deiner Seite steht, aber bleibe in der Ehrlichkeit. Okay, wow, Stier, ich wünsche dir alles erdenkliche Liebe und wir hören uns. Bis dahin, bye.